Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon X-Version. Ja, wir haben im letzten Part, was haben wir da? Warum hat er da so einen geweißten Kringel? Hat das irgendwas zu bedeuten? Ja, K.A. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es hier schreiben. Aber was ich sagen wollte, wir haben im letzten Part, wir haben im letzten Part, einen Rivalenkampf gemacht, haben noch ein paar Sachen geholt, die wir mit Zerschneider holen konnten. Ach, wahrscheinlich deshalb, ne? Na, kann sein. Was soll's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Geolink-Höhle. Eine Abkürzung nach Relievia City. Petrophia ist vom Süden aus zu erreichen, okay. Naja, egal, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Geolink-Höhle, Zubat-Nest. Ja, sieht doch schon mal aus dem ersten Blick ziemlich schick aus. Oh, wie es hier tropft. Und ein Trainer. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Eine Pokémon-Züchterin, Denise mit Picolente. Ach, das ist diese komische Ente, ne? Müsste, wenn ich mich nicht täusche, aus der fünften Schiene sein. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber zumindest ist mir dieses Ding nicht aufgetreten. Und so, wie das aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in dieser Edition gekommen ist. So, ich denke mal, Element LP mit Verfolgung da keine Probleme haben gegen das Ding. Auch wenn das vielleicht mit einer Wasserattacke doch ein bisschen wehtun könnte. Aber nicht mit einer Flugattacke. Naja, wobei, nee, ist Wasser gegen Stahl effektiv? Nee, nicht, ne? Nee, es ist normal. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe früher immer gedacht, dass Wasser gegen Stahl effektiv ist. Aber es ist ja nur gegen Gestein effektiv. So, Leufeo. Ja, da bleibst du mal kurz drinne, aber wir werden dich natürlich austauschen, weil da hast du eigentlich so gut wie gar keine Chance. Ich würde mal sagen, das soll mal Average Link machen. Weil das Ding kann ja unser Schwert grillen und das wäre nicht so toll. Dieses Leufeo. Bam, bam, dum, dum, dum. So, und ich kann euch jetzt auch mal sagen, was die Fähigkeit Überbrückung bringt. Ja, 10 Parts, nachdem ich das Ding gefangen habe, weiß ich jetzt endlich, was Überbrückung bringt. Oh, das ist sehr effektiv. Ah ja, stimmt, der ist ja noch normal. Stimmt, cool. Ja, Überbrückung bewirkt, dass der Gegner Fähigkeit des Gegners außer Kraft gesetzt wird. Und das kann ziemlich nice sein. Zum Beispiel, was war das jetzt? Autotomie? Was ist das denn? Anwender trennt sich von überflüssigen Körperteilen und steigert seine Initiative stark. Das Gewicht nimmt deutlich ab. Ja, ich denke, das wäre eigentlich eine geile Idee. Ich denke mal, Metallsound, das brauchen wir nicht. Ich denke mal, das ist eigentlich eine geile Sache. Naja, mal gucken. Wir können es hier mal reinnehmen. Ob wir das nehmen, am Ende wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist natürlich definitiv was für Lukas. Ja, und zur Überbrückung, wie gesagt, setzt halt die Fähigkeit des Gegners außer Kraft und so dass es auch möglich ist, für Pokémon, die Schwebefähigkeit haben, mit Bodenattacken anzugreifen. Wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dann könnt ihr mich ja berichtigen in die Kommentare. Aber ich müsste mir da eigentlich sicher sein. So, und das geht ziemlich flux, was das mit den Level-Ups anbelangt. Ja, und Grimasse brauchen wir definitiv nicht. Ne, das brauchen wir nicht. Die Attacke, die ist, ja, aufgeben. Das brauchen wir nicht. Die ist nicht so wirklich toll. Und dann kommt noch zum Schluss ein Pikachu. Das darf dann noch zum Abschluss Julian machen, genau. So, setz mal Nadelrakete ein. Ich habe ja früher auch immer gedacht, dass Käfer gegen Elektro auch sehr effektiv ist, aber leider ist ja nur Boden effektiv gegen Elektro. Naja, egal. So, Pikachu wurde auch besiegt und damit ist auch diese Pokémon-Züchterin besiegt. So, aber gibt es hier nicht noch mehr in dieser Höhle oder war es das hier jetzt hi? Um nach Petrophia zu gelangen, solltest du dich nochmal auf Route 7 begeben und einen anderen Zugang suchen. Okay, ich denke mal, wir kommen hier noch nicht weiter. Moment mal, aber das hier, da können wir noch lang. Aber jetzt kommt erstmal ein wildes. Dödödüm. Ein Medite. Okay. Das ist immer cool, dass es hier ein Medite gibt.
Ja, ich denke, sie sollten mit Zornklingen angreifen können. Interessant. Käfer. Nee, nicht Käfer natürlich. Was für ein Typ war das nochmal? Psychokampf, genau. Aber als ob ich vor einer Konfusion Angst hätte, aber na gut, dann ist. Ah ja, stimmt. Ja, doch, ich weiß warum. Auf Kampf ist ja Käfer nicht sehr effektiv. Naja, egal. Ging ja auch. So, hier kommen wir, so wie ich das sehe, auch nicht weiter. Ne, kommen wir auch nicht weiter. Wunderbar. Überall braucht man wohl Stärke. Haben wir alles nicht. Und können wir auch alles nicht benutzen. Oh nein. Wir sollten schnell fliehen, weil ich habe keine Lust auf diese dämlichen Zubats. Aber ich finde geil, wie die animiert wurden. Finde ich geil. Ja, ich hatte nämlich da, wie gesagt, keinen Bock zu. Gut, dann gehen wir halt den anderen Weg rein. Wir haben ja, es gibt ja hier zwei Eingänge in diese Geolink-Höhle. Von mir aus. Habe ich kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir das geholt, ne? Oder haben wir das geholt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich mache das nochmal zur Sicherheit. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Doch, hier waren wir. Hier war irgendeine Attacke, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, doch, hier waren wir. So, dann geht's hier rein. In den zweiten Abschnitt der Geolink-Höhle. Okay, hier brauchen wir... Das. Wer bist du? Ich werde dein Pokémon-Team das aufpäppeln. Okay, danke. Kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Finde ich nett. Also eine Heilerin. Und schon wieder ein Medite. Aber ich denke mal nicht, dass es sich lohnt. Ich glaube, ich bin auch überlegen, einen Schutz einzusetzen, weil... So langsam haben wir ja alle Pokémon, die es hier gibt, gesehen. Na naja, gut, das waren eigentlich nur zwei. Zubat und Medite. Oder gehen wir jetzt schon wieder raus? Ja, tatsächlich. Route 8, Maurali, Küstenfahrt. Und ich... Halt, nicht so schnell. Hä? Ach, die beiden schon wieder. Haha, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht's dir und deinem Gramoklis gut? Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, in ein so großes, riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit einer... Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das natürlich tatsächlich unmöglich ist, werde ich dein Pokédex mal ein klein wenig aufrüsten. Okay. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tipp ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied zu nehmen. Bon voyage! Okay. Apropos Pokédex, den haben wir uns ja überhaupt noch gar nicht mal angesehen. Zeit, dass wir das mal tun. Wie sieht er denn aus? Okay, also die Aufmachung ist ja mal richtig geil. Ja, das sieht doch schon mal schick aus hier. Alle Auflistung hier. Ach, ich glaube, das ist so eine Sortierung, ne? Also erst haben wir Küsten gesehen und wir haben nicht mal dieses hier. Wir haben nur sie hier. Rutena heißt das Ding, okay. Die Weiterentwicklung von Fynx. Okay. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen werden, alle zu fangen. Das wird natürlich nicht möglich sein, aber dass wir hier vieles ausfüllen können. So, ja, und Küsten, denke ich mal, werden wir dann das andere sehen. Naja, ich glaube, es ist sogar so, dass ich auf dieser Route 8 hier ein neues Pokémon fangen werde. Vielleicht werden wir das dann auch schon in diesem Part sehen. Auf jeden Fall sieht das mal richtig episch aus hier. Muss ich sagen, auch wenn hier kein... 3D-Effekt vorhanden ist, sieht das richtig nice aus, muss ich mal so sagen. Hier, das sieht echt geil aus. Und der Supertrank fand ich auch cool. So, was haben wir denn hier so Schickes? Vielleicht haben wir jetzt schon das Wilde, was ich gesehen habe. Aber ein Driftloon ist es nicht. Aber trotzdem ist Driftloon cool. Möchte ich aber jetzt nicht besiegen. Geistflug. Sehr lustig, finde ich. So, haben wir hier noch was Verstecktes drin? Nee, auch nicht, okay. Guck nochmal so 2, 3 und wenn da nichts Besonderes ist, gehen wir dann auch weiter. Spreuing. Aber ich kann immer noch das Pokémon dann fangen. Ich muss es ja jetzt nicht sofort fangen. Vielleicht irre ich mich auch wieder und das gibt's hier gar nicht. Werde ich dann halt gucken. Und Psywelle zieht für meine Begriffe ganz schön viel ab. Naja, wie aber auch mit Verfolgung. Ich finde es ja blöd, dass es so schnell ist. Naja, egal. Dann setze ich einfach meinen Supertrank ein oder gehe halt wieder zurück. Ich wollte ja nur gucken jetzt. Ja, bringt auch nichts. Bei den minimalen Erfahrungspunkten. So, ja. Haben wir jetzt vielleicht das hier oder kommt es nicht?
Nee, das wollte ich auch nicht fragen, was das auch schon wieder ist. Ich habe schon wieder gar keine Ahnung. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Linfu. Hm. Sieht auf den ersten Blick nach Kampf aus. Und eventuell könnte es auch fünfte Jean sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung. So, was hätten wir hier auch wieder? Spreuing. Okay, ja, ich denke, dann können wir dieses Grasfeld hier geflugst überspringen. Und dann können wir weitergehen. Ja. Aber ich meine mich zu erinnern, dass hier, glaube ich, dass wir hier noch ein unser vorletztes Pokémon schon finden für unser Team. Wir kriegen die eigentlich relativ schnell, unsere Teammitglieder. Nur was Problem, das darstellende Problem wird sein, dass ich dann erstmal suchen muss, welchen Namen ich da nehme. Und das weiß ich gerade nicht. Und ein Senko möchte ich auch nicht nehmen. Aber da war eine Trainerin und die möchte ich schon kämpfen. So. Mein großer Traum ist es, Champ zu werden. Also los, lass uns kämpfen. Ja gut, ob du das schaffst, das weiß ich noch nicht. Trainerhoffnung Ayui. Milza? Das ist Drache, ne? Ja, ich glaube, das ist Drache. Hätten wir irgendwas? Na gut, wir könnten auf ihn... Ja, machen wir auch, glaube ich. Wir gehen auf LP Lukas. Der kann ja schön mit seiner Drachenattacke da reinhauen. Aber na gut, es zieht sowieso 40 KP. Aber ich denke, das wird die schlauste Lösung sein. Ach, er setzt das natürlich auch ein. Aber komm, der hat doch nie mehr als, der hat doch nie mehr als 40 KP. Oh, hat er tatsächlich, aber... Okay, das war jetzt blöd von ihm. Da würde ich mal sagen, killen wir das Ding schnell mit Kratzer. Setzen wir das auch mal ein. Das war eigentlich jetzt das Blöd von ihm, warum er nicht das eingesetzt hat. Oder so. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Zum Teufel, ey. So, dann würde ich mal sagen, heilen wir mal eben. Wir haben ja ein paar super Tränke, dann macht das ja nichts. Da, wir haben 7 Stück, dann können wir da mal ein paar verwenden. Ja, passt doch. Soll ja hier keiner sterben hier. Und dann auch noch so unnötig vor allem. Okay, wieder Stärke, viel Stärke, das wir hier sehen. Finde ich echt interessant. Echt richtig viel Stärke. Mal gucken, ob wir die bald mal bekommen, diese VM. Ich war ja aber echt überrascht, dass wir so Zerschneider bekommen, weil das hat man fast gar nicht bekommen. Also es war leicht zu übersehen. Na gut, mir wäre es dann irgendwann aufgefallen, aber... Ja, Tipps für Trainer, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay, neues Grasfeld, aber erstmal ein Trainer. Wow, ich habe gerade im Kopf durchgespielt, wie ein Kampf zwischen uns verlaufen könnte und dabei gewonnen. Ob ich damit wohl richtig lag? Ja, ich glaube, die Chance liegt bei 1 zu 10. Obwohl ein Pampam, wie gesagt, cool ist. Ja, Pampam ist cool. Moment mal, er hat Kampf. Naja, gut, da habe ich eigentlich nicht so wirklich was im Petto. Naja, aber ich denke mal, ja doch, Grammoklis, also er ist doch eigentlich die gute Wahl. Ich würde dann sagen, wir setzen einfach ein paar Mal Schwertanz an. Ja, oder so. Aber selbst vor diesem Goldini brauche ich eigentlich keine Angst zu haben. Ich würde sagen, wir boosten uns jetzt noch einmal mit Schwertanz und dann, ja. Außer das kann jetzt sowas Blödes wie... Superschall. Ja, warum habe ich eigentlich nachgefragt? Das war ja so klar. Egal, dann probiere ich es direkt mit Verfolgung. Wir haben ja jetzt einmal den Boost, ja, und Schnabel kann das Ding sich sowas von in den Allerwertesten schieben und wir sind nicht mehr verwirrt. Wunderbar. Wir ziehen viel ab damit. Dann setzen wir es noch einmal ein und dann sollte das Ding weg sein. Blödes Goldini. Ah, Mehikel. Ja, da muss ich ja nicht viel zu sagen, dass da direkt Lukas reinkommt. Der wird das Ding wohl grillen. Aber ich finde, das läuft echt ziemlich gut. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir jetzt bald in der nächsten Stadt sind. Aber was Training anbelangt, sieht es gut aus. Vor allem finde ich den Hintergrund hier nice designed. In dieser in diesem Schluchtdesign. Ich finde, das ist gut gemacht. Ob Kratzer ausreicht?
Ja, reicht aus. Gut, ich wollte jetzt nicht nochmal Glut einsetzen, obwohl das eigentlich sogar egal gewesen wäre, aber was soll's. So, und jetzt kommt nochmal Pam-Pam rein. Da setzen wir jetzt unser Pam-Pam rein. Ah, der hat nicht Überbrückung. Na doch, hat er. Ja, das macht Sinn. Die eine Überbrückung überbrückt die andere. Wo war da der Sinn? Das ist die Frage. Aber unseres ist viel geiler. Vor allen Dingen, wenn es Silberblick einsetzt. So, mach's gut. Ja, mach's gut, Pam Pam. Ja, mach's gut, Pam Pam, wie gesagt. Ja. So einfach geht das. Und Element erreicht Level 19. Das ist wunderbar. Seltsam, in meiner Gedankensimulation habe ich doch Volltreffer um Volltreffer gelandet. Tja, in einer Vision. Auch wenn Volltreffer ziemlich einfach zu bekommen sind. Naja, nicht immer, aber häufig. Bei den Computern war das jetzt nichts. Absol. Cool, aber werde ich auch nicht fangen. Aber ab... Doch, ich werde es fangen. Aber nicht, um es zu benutzen. Sonnenklinge. Was setzen wir denn da ein? Ja, Verfolgung. Stimmt, mir fällt hier ein, wir brauchen ja noch... Oha. Ja doch, dann setz einmal Zornklinge ein. Einmal sollte der Ding nicht killen. Oh, Verfolgung zieht ganz schön viel ab. Ja, das ist gut, das sollte reichen. So, wir brauchen ja nämlich noch ein Unlicht-Pokémon, um... um unser Pam-Pam zu entwickeln. Und deshalb werde ich mir jetzt dieses Absol fangen, aber das hat noch nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, dann setzen wir einfach nochmal Verfolgung ein und ich hoffe, das setzt er jetzt nicht... Ja, okay, er setzt nur Silberblick ein, okay. Dann würde ich sagen, wechseln wir nochmal eben zu einem, der da jetzt weniger Probleme haben wird. So, zu Average Link, der das wegstecken wird, seine Unlichtattacken. Und dann, ja, hätten wir auch noch einen Unlicht-Pokémon, was wir aber nicht benutzen. Aua. Ja, jetzt hat er einen Volltreffer. ja, ich wollte schon gerne einen Ball einsetzen und nicht zurück. So, jetzt aber, komm schon. So, ich möchte schönes Absol haben, was wir nicht trainieren. Was zum Teufel? Jetzt finde ich es aber schon ein bisschen komisch. Es wird wohl langsam wieder Sphären annehmen, die damals an Relaxo erinnert haben, wenn ich ehrlich bin. Komm, jetzt bleib endlich drin, verdammt. Was weiß ich was. Meine Güte, es kann doch nicht so schwer sein, so ein Absol zu fangen. Warum? Vielleicht sollte ich mal zum Superball wechseln. Das ist so komisch. Also, ich habe den doch so viel wie geht. Weil nochmal möchte ich das definitiv nicht machen. So, dann setzen wir mal einen Superball ein. Wir haben nicht mehr viele Bälle, wenn ich das so sagen kann. Aber nachdem wir Relaxo mit einem Pokéball gefangen haben, bin ich eigentlich eher... Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass dieses Absol hier so Probleme bereitet. Moment mal. Ja, nee, ich kann eigentlich nicht mehr schwächen. Ich kann es nicht mehr. Nee, ich kann das nicht. Wobei, vielleicht noch wieder mit unserem VM-Sklaven noch ein bisschen reinhauen, aber... Irgendwie ein ganz Minimalschaden, aber... Es bleibt doch endlich mal drin. Los! Es geht doch. Warum denn so schwer? Uiuiui. So, Name. Ja, ich würde sagen, ich guck mal eben. Bis gleich. Okay, damit hätte ich den Spitznamen gefunden. Ja. Erstmal Absol. Es spürt drohende Katastrophen und erscheint nur dann, wenn es andere vor der Gefahr warnen will. Ja, den Spitznamen geben wir auch.
Ist noch ein relativ neuer, würde ich sagen. Kommentiert aber auch ab und zu so ein bisschen, aktuell so ein bisschen bei Advance Wars 2, Black Horizon. Ob das so passt, wenn ich den Namen eingebe. Ich mache das mal so, dass ich das so mache. Hier, ich denke mal, derjenige, den ich hier meine, der wird wissen, dass er gemeint ist. Ich finde das ja so ein bisschen komisch, immer wenn welche ihren vollen Namen hier angeben. Aber gut, müssen sie sein. Tom Keule, wenn ich das richtig ausspreche, tut mir leid. Wenn ich es nicht richtig ausspreche, dann bitte ich um Verzeihung. Ja, also wie gesagt, kommentiert ein bisschen bei Advance Wars. Und da ich das ja sowieso aktuell aufnehme, also den dritten Teil, der irgendwann als EP kommen wird, wann, das kann ich noch nicht sagen, habe ich mich jetzt entschieden, dass er jetzt Absol wird. So, ist aber cool. Damit hätten wir jetzt auch das Unlicht-Pokémon, was wir brauchen, um Pam Pam zu entwickeln. Aber das wird auch erst auf Level 32 sein. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Werde ich auch dann erst nehmen, wenn er kurz ins Team reinnehmen. Wenn er kurz davor steht, Level 32 zu erreichen. Ja, okay. Setz ruhig deine Flinkklaue ein. Aber mal lol, dass der eine Flinkklaue hat. Schade, dass wir jetzt nicht Raub hätten. Wie komme ich denn da unten? Ach so, nur mit Stärke. Okay. Nur mit Stärke, okay. Hier wieder eine Weggabelung, okay. Gehen wir erstmal hier entlang. Und hier ist eine totale Klippe, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir heilen. Ja, Element LP. Ja, die anderen reichen noch. Wobei ich sagen werde, dass ich gegen diesen Kämpfer hier sowieso nicht Element einsetzen werde. Barfuß wandere ich über den Bergpfad. Kannst du mich und mein Macholo besiegen? Oh, ich habe ja schon richtig Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Schwarzgurt Hirokazua. Oder so, Hirokazu. Okay. Ja, ich denke mal, da werden wir mit ihm eigentlich... Na, wobei... Ja, doch, wir haben mit ihm schlechte Karten. Dann würde ich sagen, kommt Julian rein. Genau. Ich würde sagen, wir wechseln das einfach mal so schön aus, immer mal wieder. Du Gesichter. Die brutalste Fähigkeit, die brutalste Attacke, die es gibt, wenn ich ehrlich bin. Oh, da scheint aber auch nicht was auf dem Kasten zu haben, dieses Macholo. Na, ja, aber nur was vielleicht Verteidigung anbelangt. Offensiv nicht viel. Oh, vielleicht noch ein bis zwei Mal und dann ist das Ding weg. Ja, noch einmal und dann ist das Ding weg. Der Wahnsinnskampf, wenn ich ehrlich bin. Gut, aber liegt ja auch daran, Level 20 ist nicht so... Ja, also es hat schon was auf dem Kasten, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, nur defensiv. Und 261 ist jetzt nicht so viel, aber gut. Eigentlich war es mir ja immer klar, von Wandern alleine wird man nicht zum Sieger. Ja, das mag so sein. Ich frage mich eigentlich nur, warum die noch so ein rotes Band da irgendwie am Kopf tragen. Machen das so Karatekämpfer? Eigentlich kann ich mich da nicht erinnern, dass das so ein... Oder soll das nur zum Stil sein? Na, egal. Egal. So, hätten wir vielleicht hier noch was? Irgendwas Geiles hier? Nö, ich verstehe nicht, wo der Sinn hier danach ist. Ah, doch, hier ist ein Fluchtseil. Okay. Ich hoffe, irgendwann kriegen wir nochmal so eine Art Detektor oder so, womit wir, nee, Itemradar, wollte ich sagen. Genau, womit wir so versteckte Sachen hier finden können. Ach ja, hier war eine Sackgasse, okay. Aber hier geht's weiter. Wieder mit viel, viel hohem Gras. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt noch, dass wir zur nächsten Stadt kommen. Und dann werde ich mich auch für den nächsten Part informieren, wo genau wir unsere nächsten Teammitglieder finden werden. Und natürlich auch, was für Namen die bekommen. Denn das wäre viel, viel besser. Wobei, eins weiß ich auf jeden Fall, das müsste noch dauern. Aber ich weiß nicht, ob... Was ist das denn? Iskala? Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also, kann sein, dass es fünfte Gen ist, kann sein, dass es neu ist. Das sagt mir gar nichts. Vor allem wüsste ich auch jetzt nicht, was das für ein Typ sein soll. Iskala, was ist das überhaupt für ein Name? Naja. So, was haben wir hier? Können wir darüber springen? Okay, können wir sogar. Cool. Erinnert mich da in diesen Geschicklichkeitsparcours, die sie immer haben. Ah, okay, ich sehe schon, was ich da machen muss. Ah, ja, toll. Ach, ich kann das auch so machen, dann bin ich schneller unterwegs.
Ich finde, irgendwie so ist das besser, als wenn man so rennt. Also so mit den Inline-Skates fährt. Ein Blattstein. Cool. Gut, wo wir den brauchen, das ist eine andere Frage. Aber ein Blattstein ist cool. Und lass mich raten, ich muss es jetzt auch von oben machen, um da irgendwo hin zu gelangen, ne? Stimmt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und gucken uns da an. Ich weiß, könnte mal heute wieder ein etwas längerer Part werden, aber ich denke mal, da habt ihr nichts gegen einzuwenden. Dum, 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 dum. So, was hätten wir hier? Bestimmt ein Item, ne? Ach nee, hier geht's weiter, okay. Ja. Hey, Nachbar! Oh, Serena. Das hier ist Petroifia. Auf der anderen Seite des städtischen Aquariums liegt bereits Relivera City. Im Fossilienlabor können wir alles rund um das Thema Fossilien erfahren. Vielleicht lüften wir so auch das Geheimnis, was diese seltsamen Steine mit der Mega-Entwicklung zu tun haben. Okay, könnte vielleicht möglich sein, aber ich würde sagen, wir heilen uns jetzt erstmal. Das wäre viel, viel schöner. Boah, wir haben schon 6 Pokémon in unserem Team. Aber gut, 2 sind da ja von nicht in Verwendung. Und deshalb werde ich auch 1 jetzt erstmal noch auslagern. Also, ich kann euch nur schon mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Ich fand auf jeden Fall diese Route hier ziemlich geil. Dieser Bergpass. Ich fand es richtig geil. Und auch hier das Flemli. Nee, hier. Ja. Glückspilz. Coole Fähigkeit. So, es kommt dahin. Und dann würde ich nochmal gucken, ob wir noch was im Shop finden, was Besonderes. Wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, Standard würde ich sagen. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal für den Fall nochmal ein paar Pokebälle mit. 8 Stück. Und nochmal ein paar Superbälle. 6 Stück. Und dann nochmal ein paar Supertränke für den Fall der Fälle. 8 Stück. So, reicht. Wäre genug ausgegeben für heute. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Pokémon X-Version. Wenn wir uns hier ein bisschen diese Stadt angucken werden, die doch ziemlich geil auf den ersten Blick aussieht. Was haben wir denn hier? Fossilienlabor, okay. Stimmt, Fossilien gibt es ja auch noch hier. Sieht auf jeden Fall hier ganz schön schick aus hier. Das war's schon, okay. Wir können hier nicht nach unten lang. Sehr interessant. Was ist hier? So, hier kommen wir bestimmt rein. Egal, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part und tschüss, euer Jake 125.